Schönen guten Morgen. Boah, heute bin ich mit der Frage aufgewacht, hey, wer bist du eigentlich wirklich? Und man dachte, da mache ich jetzt ein Video. Und man dachte, was Video, was willst du da sagen, wer du wirklich bist? Weil, kennst du das? Der Mensch meint, alles zack, zack, Gedanken im Kopf. Und das sind wir ununterbrochen. Also in meinem Schädel geht es rund, ununterbrochen. Und das bin ich eben nicht wirklich. Da haben wir gedacht, was willst du da ein Video machen? Das versteht sowieso keiner, das kann nicht, kein Mensch ausdrücken. Nicht einmal hinter mir sechst da in Buddha und in Jesus. Die zwei haben das verwirklicht als Mensch. Da ist es ziemlich fix. Also sehr fix. Aber auch die werden missverstanden. Der Jesus, den haben sie eingenagelt aufs Kreuz. Für das, dass der die Wahrheit und die Essenz ausgedrückt hat. In schöne Worte. Der völlig missverstanden. Und wird allem noch missverstanden aus meiner Sicht. Allem noch. Also wir Menschen sind wirklich verrückt, ist gelinde ausdrückt, halt im Gedanken. Das ist. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich schon vor 30 Jahren ja, eine schwere psychische Krise gehabt habe, so kann man sagen. Psychose nennt man das. Psychose und was weiß ich, Paranoia, alles. Also da ist nichts mehr gegangen. Da ist alles zusammengebrochen von Beruf, Freunde. Alles weg gewesen und war allein mal identifiziert eben mit dem ganzen Konstrukt, was in meinen Schädel drin war. Und so geht es uns halt alle, dass da irgendwas aufgebaut worden ist, konditioniert worden ist, übertragen worden ist, vererbt worden ist, eingeredet worden ist. Und quasi ist uns das, was wir wirklich sein, ausgeredet worden. Wir sein was anderes. Und wenn ich sage jetzt, wer bin ich wirklich? Ich sage mir ja überall jetzt, Facebook und überall, schon lang, wisst ihr, was ich bin, oder? Fotograf. Ja, ist ja viel in Asien umeinander gewesen. Er, ich sage er, weil ich bin das nicht da. Und jetzt macht er einen Alpenapostel. Ja, das gefällt jetzt schon wieder weniger. Damit die Fotos mehr, aber auch nicht alles. Einmal habe ich ein Foto von einer Katze getan. Das war echt, war ein sensationeller Moment. Also der hat halt die Katze so gekriegt am Krawattel. Wenn man es halt auf Zika. Boah, aber da ist losgegangen. Mit den Tierschützern. Da darf man sich nicht anlegen. Weil scheinbar darf man so die Katzen nicht heben und das ist Tierquälerei und dass ich das als Buddhist nicht weiß. Dass man so nicht mit Lebewesen umgeht. Ja, da bin ich gleich geschimpft worden. Ja. Und da haben wir es schon. Da haben sich andere Menschen über mich ein Bild gemacht. Aus ihrer Sicht. Und das ist eben genau das Thema. Also unseren eigenen Konstrukt, da wir das über andere drüber stülpen. Erstens bin ich kein Buddhist. Nur weil ich viel in Asien bin und da einen Buddha habe, bin ich ja kein Buddhist. Und in dem Sinn auch kein Christ. Obwohl mir Christus viel bedeutet. Und in mein Herzen drin ist. Und das ist genau das Thema. Mir geht es genau gleich. Sofort eine Etikette ein. Und das geht automatisch. Was ich jetzt nur gelernt habe, dass ich das nicht mehr verurteile. Nachher ist halt eine Etikette oben. Aber das einfach nicht mehr so ernst nehmen. Und dann kann man ein bisschen tiefer schauen.
Und zum Glück habe ich einmal ganz eine essentielle Erfahrung gemacht, wo das einmal weitestgehend weg war. Und das war es nachher. Und da gibt es noch keine Worte mehr. Da braucht man keine Worte mehr. Das ist alles missverständlich. Alles, was ich jetzt sage, das tut es eh sowieso wieder deuten, wie es meint, wie es die Welt sechs. Und dadurch, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, sieht man, das kann es nicht sein, was wir daher reden. Ich denke manchmal, warum muss ich nicht immer was sagen? Ich kann nicht anders. Irgendwie darf ich mich am liebsten in irgendeine Hütte zurückziehen, wenn man denkt, verstehen tut die eh keiner, aber irgendwie muss ich es tun. Und das ist das, habe ich eben auch gelernt. Was ich tun muss, das muss ich tun. Da kommt man eben auch nicht aus. So, das, ja, das habe ich auch so gelernt, dass es, was, wenn ich denken muss, dann muss ich halt denken. Und wenn ich ein Video machen muss, dann muss ich ein Video machen. Und was sich jemand anderer denkt, muss mir auch wurscht sein. Und was, das ist um die Frage gegangen, wer bin ich eigentlich wirklich? Wisst ihr jetzt, wer ich wirklich bin? Wisst ihr, wer ihr wirklich seid? Genau das Gleiche, wie ich wirklich bin. Ja. Und das Coole ist, das ist im Wesentlichen nichts. Eben nicht euer Beruf, auch nicht eure Beziehung, auch nicht euer Auto und gar nichts. Nichts von dem ganzen Zeug. Das kann man eben gar nicht ausdrücken. Manche sagen Liebe und Gott und das ist alles missbräuchlich verwendet. Das mag ich gar nicht mal in den Mund nehmen. Nichts passt am besten. Wir sind nichts, 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 einfach nichts. Das kann man sich immer wieder auch denken, ich bin nichts. Das widerspricht der Persönlichkeitsentwicklungsszene, die man sich immer sagt, na, du bist super und du bist gut und mag dich gern. Und ja, das ist ja ein Schritt. Ich weiß auch nicht, da, was ich da daher rede heute. Das bringt eh wahrscheinlich nichts. Aber gesagt ist gesagt. Ja, soll ich jetzt überhaupt noch was sagen? Ja, Worte können sie im Prinzip nicht ausdrücken. Es geht um das Sein. Um das Sein in jedem Moment. Und das einfach machen. Und lang bin ich konditioniert wie die meisten. Good boy. Machst alles mit da. Bist ruhig. Eben, sagst nicht, was du denkst, was fühlst. Und das kann ich jetzt nicht mehr. Deswegen muss ich wahrscheinlich das Video machen. Ich kann es euch sagen, in mir ist so viel. Und das ist jetzt okay. Und das habe ich lang verdrängt. Mir ist es viel Wut. Eine richtige Wut. Eine richtige. So eine Wut. Ja. Genau so eine Wut. Und das ist die Kraft. Das ist die Kraft, die was in uns alle steckt. Und wir tun sie verdrängen. Und ich verdränge es jetzt nicht mehr. Ich lasse es zu, weil das ist die Kraft, wie wir zu unserem Wesen und zu unserem Ausdruck als Mensch da auf der Welt kommen. Diese Wutkraft. Dann braucht man nicht mehr Good Boy oder Good Girl sein. Das ist vorbei. Das wollten sie uns einreden. So muss es sein. Aber der Krishnamurti, das war wirklich ein weiser Mann. Der hat so gesagt, es ist kein Zeichen von Gesundheit, einer zutiefst gestörten Gesellschaft angepasst zu sein. Es ist ein bisschen krass ausgedrückt, finde ich eigentlich, für so einen Heiligen. Weil ich weiß auch, dass alles in einer Art okay ist. Auch die zutiefst gestörte Gesellschaft ist auch okay. Nur, ich kann machen, was mir in Sinn kommt. Und das halte ich jetzt nicht mehr zurück. Da kriege ich immer noch mehr aus. Egal, was andere sagen. Das
Das ist eigentlich das. Ja, das ist eh cool. Das möchte ich auch mitgeben. Tut's das so. Die Wutkraft, die Wutkraft. Da meine ich mir oft, ma, die Wut müssen wir unterdrücken. Ich kenne ein paar so erleuchtete Freund oder Freundinnen. Und die sagen, na, das tun wir alles auflösen in Raum und das bin ich nicht da. Also das wird, werden wir schon sehen, ob wir das sein oder nicht, weil es kommt immer von außen auf uns zu, was wir verdrängen. Also, da haben wir gar keine Chance. Und nachher sehen wir es, außen, jetzt sagen wir es im krassen Fall, außen als Krieg. Außen als die komische Krise, was wir da haben. Das, was wir verdrängen. Und deswegen, vielleicht jetzt doch noch zum Schluss, wenn da irgendjemand zuhört, vielleicht doch noch das, dass wir einfach das sein, was wir sein. Als Mensch. Das gehört ihm alles zusammen. Wie kannst du das Wort schwer ausdrücken? Aber irgendwie sind wir göttlich. Seien wir schon das Licht und Liebe, friedvolle Wesen. Aber da kann man erst das wirklich verwirklichen, ich wirklich bin, über das andere drüber. Dass man sein, was man sein als Mensch, der Ausdruck, was in uns drin ist, der muss sich eben eigentlich abgrenzen, weil das Außen, die wollten das nie so. Als Kind schon nicht da. Das kenne ich alles. Mein Gott, na, wie kondensiert bin ich mit der Christe. Immer munzle zu, na, bist ruhig und brav und grüß Gott und danke und bitte. Das ist nicht da. Wir dürfen in unsere Wutkraft reinkommen. Und die müssen wir nicht auf jemanden anderen losbrettern. Aber ich darf mich abgrenzen. Das darf man. Sicher. Weil jeder ist gut, so wie er ist. Gell? Mit all seinen Facetten. Und auch wenn sie nicht erlaubt sein oder scheinbar nicht erlaubt sein in unserer Gesellschaft. Das war eigentlich zum Heil und zum Glück nachher. Wenn wir uns einmal ausdrücken, zur Gänze, egal was andere sagen. Also. Weil ich das jetzt die Message zum Schluss, weil jetzt haben wir schon 12 Minuten, das sage ich sowieso kein Mensch. Dass wir einfach unser ganzes Wesen zum Ausdruck bringen. Und wir müssen nicht kuschen. Im Gegenteil. Wir müssen ausstehen. Und das sagen, was wir fühlen. Und uns verletzlich zeigen. Wir sind verletzliche Wesen. Ich einmal auf jeden Fall. Und das macht's aus. Und wenn sich mehr Leute so öffnen, dann kann zumindest im Umkreis Raum entstehen, wo man glücklich und zufrieden ist. Und nachher ist das Leben ein Genuss. Das ist ein Genuss. Da kann außen sein, was will, weil das kommt von innen. Das spiegelt sich noch an. Bei mir das sein, was wir sein. Auch wenn es jemandem nicht gefällt. Ja, war super. Genau so ist es. Ganz egal was. Und manchmal sind wir traurig und manchmal sind wir wütend. Manchmal haben wir Angst. Und das gehört alles dazu. Und das darf man akzeptieren. Es läuft sowieso alles nach Plan ab. Das ist auch so. Wir können das einfach so leben, wie wir sein. Mir fällt es auch nicht leicht, aber es ist so. Das geht immer leichter. Fließt immer feiner dahin. Und ich bin ja traumatisiert, schwer traumatisiert. Und trotzdem habe ich echt ein so zufriedenes Leben. Das macht ihm nichts. Das ist sogar Glück, dass wir traumatisiert sind. Das ist sogar gut. Weil da das System sich einfach gewährt gegen das, was uns anderen war nicht. Oder dass wir was anderes sein sollten, als wir immer sein. Das ist ein ganz gesunder Schutzreflex. Ja, das heißt eher, dass gesund ist, nicht krank. Wir wollen ihn traumatisieren, war so schlimmes Erlebnis. Das ist eher das Gegenteil. Und das bin ich froh um mein ganzes Leben. Um die ganzen Schikanen, um die ganzen Tiefschläge und was ich da draus mitnehmen habe dürfen.
dass es jetzt wirklich sich weitestgehend gut anfühlt. Und gerade die Wutkraft, also die macht mir jetzt so richtig gerade. Also da kommt richtig Leben in die Bude. Und da würde ich euch Mut machen zur Wut. Und wie gesagt, du kannst das Altmann Pustl Radikal-Coaching machen. Da werden wir das ein bisschen, kann man das ein bisschen vertiefen. Als okay, na, jetzt lasse ich es wirklich, wenn ich mal beim Blabern bin. Na, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und jetzt wisst ihr, ich bin nix. Und wütend manchmal. Aber kein Fotograf. Mit alten Postel bin ich auch nicht da. Und keine Ahnung. Eigentlich gar nichts von dem. Nur nichts. Darf mich interessieren, was ihr seid? Kannst du unten reinschreiben. Ist irgendwas seid? Das darf mich interessieren. Was ihr seid. Okay, ciao nachher.